clever, dass Sie zuschalten. Vor allem, wenn Sie tätig sind in der Bäckereiindustrie, denn eHedge hat eine neue Guideline entwickelt, Guideline Document 55, spezifisch fokussiert auf die Bedürfnisse der Bäckereiindustrie. Heute hier ist Dr. Jürgen Hofmann, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die diese Guideline entwickelt hat. Jürgen, ihr habt schon, glaube ich, in 2013 die ersten Kontakte gelegt, glaube ich. Stimmt das? Das Besondere an dieser Guideline und der Idee, diese zu schreiben, war auch, dass wir hier in Deutschland einen sehr spektakulären Fall in der Bäckerei hatten, wo sehr schlimme Zustände geherrscht haben und die Bäckerei dann auch zugemacht wurde. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Fall nicht einer singulär ist, sondern dass es in anderen Bäckereien ähnlich zugeht. Und insofern hat die Bäckereibranche gesagt, wir müssen was tun. Wir müssen eine Anleitung geben, was benötigt wird, wie man das Ganze handhabt, damit die Hygienezustände in den Bäckereien besser sind. Und deswegen wurde hier auch eine deutsche Arbeitsgruppe gegründet, die dann später das Ganze übersetzt ins Englische hat und damit eben auch eine internationale Guideline dann entstanden ist. Welche Entwicklungen in der Bäckereiindustrie haben einen direkten Einfluss gehabt auf die spezifischen Produktionsbedingungen und die Nahrungsmittelsicherheit in dieser Industrie? Die Prozesse ändern sich grundsätzlich in allen Branchen, das auch eben in der Bäckereiindustrie. Wir haben heute mittlerweile häufig halbgebackenes, vorgefertigte Produkte, die dann am Ende in der Bäckerei oder in der Filiale zu Ende gebacken werden. Das heißt, es sind Zwischenstufen vorhanden, die mikrobiologisch nicht so einfach zu handeln sind. Und insofern habe ich da Änderungen. Die Maschinen werden größer, die Reinigungsprozeduren ändern sich, das Verhältnis zur Sauberkeit ändert sich, die hygienischen Anforderungen erhöhen sich auch von der Gesetzgebung her. Ja, und so dreht sich das Rad weiter und wir haben immer mehr Anforderungen, die in der Maschine, in den Prozessen dann auch abgebildet werden müssen. Und wie haben die Maschinenbauer auf diese spezifischen Bedürfnisse der Bäckereiindustrie reagiert? Die Maschinenbauer für die Bäckereimaschinen haben vor vielen Jahren schon darauf reagiert und entwickeln sehr gute, innovative Lösungen, die die Reinigung vereinfachen, die die Zugänglichkeit ermöglichen, die auch den Schädlingsbefall reduzieren damit. Und insofern gibt es heute mehr und mehr Lösungen am Markt, die eingesetzt werden können. Dauert natürlich seine Zeit, bis die dann auch installiert sind und angewendet werden. Aber das ist klar, diese Verhältnisse haben wir überall. Und insofern sind wir auf einem guten Weg. Ist diese Guideline ein erster Schritt zur Entwicklung eines eHedge-Zertifizierungsprogramms speziell für die Bäckereimaschinen? Direkt zertifizieren kann man mit dieser Guideline nicht. Man hat aber die Möglichkeit, sehr detailliert die Konstruktion zu beurteilen. Wir haben einen sehr großen Teil reingeschrieben, wo die Schwachstellen in den Maschinen aufgezeigt werden, in den sehr vielfältigen Maschinen, die wir in diesem Bereich haben. Und insofern hat man die Möglichkeit, anhand dieser Liste durchzugehen und zu sehen, was ist hier problematisch oder kann dann auch für die Reinigung kritisch sein. Ein richtiges Zertifikat kann man damit im Moment noch nicht ausstellen, da sind wir noch zu weit weg. Diese Tabelle mit Fokussierungspunkte, die du eben erwähntest, welche Themen umfasst diese Tabelle? Die Bäckerei-Guideline fokussiert sich auf die gesamte Herstellungskette. Wir fangen an mit der Rohstoffaufnahme oder Annahme und gehen weiter zur Teigbereitung, Gärung bis zum Ofen und der Kühlung. Das heißt, alle Maschinen, die hier in diesem Bereich eingesetzt werden, sind in dieser Tabelle auch beleuchtet worden im Hinblick auf das Thema Hygienic Design, auf die Schwachstellen, auf die man achten muss und vor allem auch auf
die durchzuführende Reinigung in diesem Bereich. Dr. Jürgen Hofmann, danke für dieses Interview und herzlichen Glückwunsch an alle Ihre Arbeitsgruppenmitglieder. Den Dank gebe ich gerne weiter an die Arbeitsgruppenmitglieder, denn die haben die Arbeit gemacht und sie waren sehr, sehr engagiert über diese vielen Jahre und haben immer wieder Zuspruch gegeben. Insofern gebe ich das sehr, sehr gerne weiter. Wir wollen auch nicht damit das Ganze beenden, sondern weitermachen, neue Guidelines noch schreiben. Es gibt noch weitere Themen, die wir bearbeiten müssen. Und insofern wird sich da noch einiges tun. Wir wollen auch mit dieser Guideline Seminare anbieten, dass wir den Inhalt dieser Guideline unter die Leute bekommen. Also insofern wird sich nächstes Jahr einiges dazu tun. Und wenn Sie noch kein Mitglied sind, dann ist das vielleicht jetzt ein guter Augenblick, um sich mal das zu überlegen. Denn alle Mitglieder können auch diese Guideline wieder gratis und umsonst von der EH Guideline downloaden. Das war EH Connect für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.